Lass mich raten, jetzt kommen hier gleich wieder meine Freunde. Aber wenn das der Fall ist, ne? Ich meine, ich weiß, es soll scary sein, ne? Aber ich weiß nicht. Ich habe irgendwie nicht so viel Angst vor sowas. Du stehst mir allerdings im Weg. Ups. Achso, okay, die machen sich dann kurz Negi-Negi, wenn ich sie anschieß. Ah. Besser Arm ab als Arm dran, ne? Das war nicht so cool. Goop Juice. I got Goop Juice. Meine Güte. 10 Schuss allein für den Ficker. So, komm. Oh, Finisher. Besser als nichts. Das Spiel weiß es. Das Spiel weiß, dass das Messer wertlos ist. Offenbar. Sonst würde das Achievement nicht so heißen. Oh, hi. Ja, vielleicht, wenn ich so ganz... Okay, so ein bisschen blocken bringt ja was. Oder auch nicht, weil ich so viel Schaden dadurch nehme. Weil man auch nicht einschätzen kann, wie viel Schaden das ist, ne? Davon mal abgesehen. Alter, also entweder macht ihr übertrieben viel Schaden mit einem billigen Treffer. Ihr braucht 10 Schuss, Alter. 10 fucking Schuss für einen so normalen Gegner. Jesus Christ. Gar nichts. Wunderbar. Ich habe den Kerl geschnappt, wenn er mal fliehen versucht. Ich habe den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er mich wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Wenn er so eine Tür öffnet, oder? Denkt dran. 3A. Und ein Handabdruck. 3A. Okay. Ich habe jetzt keinen Goop Juice mehr. Cool. Ist hier noch Schießpulver? Ja, weil Schießpulver ist gerade das, was ich brauche. Ich bin so gut wie tot. Also. Schon! Tja. Tamara, das war's immer. Ich sag ja, hätten wir hier jeden Protagonisten außer Ethan. Das Spiel wäre jetzt schon vorbei. Oh, holla, die Waldfeder. Das sieht ja hier. Okay, cool. Oh yes. Flüssigpumpe. Ballen. Geh mal ganz kurz weg, ne? Don't mind me. Und stört mich nicht. So. So, für den Fall der Fälle. Ich meine, ich habe nur noch 10 Schuss, also. Ah, oh, hi. Wow. Blocken. Ich find's geil, wie das Spiel das auch pusht, diese Option. Es sind 2. Alter, vor allem dafür sind die Steuerungen sind dafür echt nicht gemacht. Die Steuerungen sind echt nicht gemacht. Alter, ich habe keine Ahnung, wo die Flinte ist, Junge. Oh, Crit. Lucky Crit. Jo, das ist nicht gut. Kein Goop Juice mehr. Ein Haufen neuer Freunde. Mieses Aim und Ethan, der nichts aushält. Wunderbar. Hätten wir Leon, wäre das Spiel nicht mal bis zum Abendessen gekommen. Das Spiel wäre vor dem Abendessen vorbei. Es weiß ja immer, was ich meine. Die Kämpfe steuern sich wie ein schweres Nashorn mit Durchfall. Ja, also ohne Scheiß. Also,
Die Steuerung ist nicht, macht keinen Spaß. Bei allem Respekt, aber die Steuerung macht echt keinen Spaß. Für das, was man von dir verlangt, ist es echt klobig. Den gesamten Weg nochmal zurückmarschieren. Denn da quasi hier nur nochmal mich in der oberen, im oberen Geschoss, wo fucking Jake auf mich wartet. Jake, Junk, Rasputin. Boah, Alter. Ah, geil, falsche Richtung. Achso, oh. Ethan ist auf einmal Superboy. Cool. There we go. Hab ja nur noch 10 Schuss. Kam doch 2017, ja. Ich weiß. Entriegelt. Geile Shortcut. Karte des Verarbeitungsbereichs. Ach, schau mal, na guck. Oh, Munition. Geil. Richtig schön hier, richtig schnucklig. Bingo. Und ein krummen Dietrich. Wisst ihr was? Jetzt ist eine gute Idee, tatsächlich mal sich zu verpissen. Schatzfoto. Ah. Ein Kamin. Cool. Ich gehe dann mal. Ne? Guten Tag. Ich gehe einfach. Oh, geil. Der morpht durch die Wand. Warte, wo ging's hier raus? Bist du raus? Du bist raus. Okay. Tschüss. Bye, bye. Viel Spaß da unten. Ich komme später nochmal wieder. Ach, das ist wieder... Das ist auf einmal zu viel Licht? Nee, ist es nicht. Okay. Okay. Spiel denkt sich, nö, Regeln sind was für Pussys. Okay. Bitte lass es was Gutes sein. Pistolenmunition. Hat sich ja richtig gelohnt. So, jetzt haben wir diesen Skorpionschlüssel. Something. Jetzt können wir uns die Flinte holen. Aha. Ich weiß, wo die ist. Aha. Swinker. Das ist ein beefiger Schlüssel. Alter. Ja eben, wenn ich nicht weiter weit, melde ich mich schon, aber... Ich meine, das Spiel gibt mir ja die Option, mich... Guten Tag. Ich habe nichts gesagt, ich gehe mal wieder, ne? Schöner Baseballhelm. Cool, nice. Das war knapp. Das war knapper als es... Ne? Jake. Okay, Jake. Das Problem ist, wenn ich Jake höre, denke ich automatisch an... an den anderen Jake. Ihr wisst schon welchen. Du bist jetzt Teil der Familie. Natürlich hat er mich gesehen. Wunderbar. Jetzt darf ich ihn erstmal loswerden. Oh Mann, oh Mann. Ay, caramba. Das war Weltspaß. Hier ist der durch, echt jetzt? Nichts. Nichts, nur Müll. Okay. Ja, wie sagt man so schön? Einmal Familie, immer Familie. Ernsthaft? Bleib genau da! Nö. Fuck you. Niau. Jack, ist es mir scheißegal, wie er heißt. Es ist ein fucking Hillbilly. Mehr ist es nicht für mich. Hi. Ich zerquetsch dich wie einen Kind. Das ist cool. Ich hoffe, mein Gott hat dich nicht gehört. Ich glaube, ich werde dich nicht so schnell los. Kann das? Ja, er beherrscht das fortgeschritten. Alter, er läuft, behält das langsame Gehen, ne? Oh, hi. Weißt du, ich schieße dir gleich einfach... Ja! Mensch. Weißt du was? I'm sick of your bullshit. Das wird nur ein bisschen weh. Ich werde tapeziert. Oh, shit, ich kann währenddessen schießen.
Ja, hallo. Nö. Fuck you. I'm sick of your bullshit, Daddy. Boah, Alter, ich fühle mich so wertlos. Hast du ein Baby bekommen? Alter, wirklich, Junge? I'm sick of your fucking bullshit. Okay, geh halt wieder. Hallo? Halt doch die Fresse. Ist nur Ruhe? Nur ist Ruhe. Dankeschön. Geh mal weg, ja. Ja, wir haben gerade Zeit. Wir haben gerade Zeit. Daddy liegt gerade draußen und ist ein bisschen tot. Wir haben gerade Zeit, uns eine fucking VHS anzugucken. Schnucklig. Ey, mal, wo ist die Cutscene-Bulle, wenn man sie braucht? Der kommt wieder. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist. VHS in 16 zu 9. Ja, genau. Ich will, dass du weißt. Das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Vor allem, sie nimmt das Ganze mit einer Kamera auf, ne? Und dann ist das Ganze auf einer Video... Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Och nee, wirklich. Yay. Spaßzeit mit Mia. Cool, ich habe mich schon immer gewünscht, dass ich mal wieder so richtig nutzlos bin und Türen einfach zugehen magisch. Hier drüben, Mami. Was willst du? Halt die Schnauze, gehör, ich hab zu tun. Ein Speicherpunkt, okay. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Ja, geh zurück auf dein Zimmer, sofort! Du failed. In der Cutscene. Ja, ich mein... Ja, Hol hat recht, das muss eine VHS-Kamera ja sein. Ich meine, es sei denn, mir hat so nebenbei mal noch die Möglichkeit, so das Ganze mal noch schnell auf VHS zu rendern, so auf dem Motto, ja... Muss ich mich echt nur hier... Das ist echt alles... Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Dann halt doch die Fresse, wenn du dich verstecken musst. Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Unnötige Schleichsegmente, ja. So ein bisschen. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Vor allem die Tatsache, dass du eine Videoaufnahme failen kannst. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber irgendwie... Oh geil. Nicht die Zeit dafür. Irgendwie das Gefühl, Capcom war da super stolz. Cool. KI ist absolut legendär. Aber merk dich nie mit einer Fernsehkamera im Anschlag. Wird aber nicht funktionieren, oder? Erstaunlich, wie das funktioniert. What the fuck? Was wird das hier? Wartensimulator? Mia, halt doch einfach die Fresse! Du nimmst dir nicht einen funky Vlog auf, du überlebst hier gerade. Also hältst du die Fresse. Wenn ihr das halt mal wart, ne? Hast du mal alles falsch gemacht? Was? Nö, ich wollte das halt nicht spoilern, deswegen. Ja, ich wollte hier mit. Wow. Cool. Aber ich kann
kann hier nirgendwo anders hin. Geh mal woanders hin. Ach, jetzt geht... Ihr müsst euch denken, es gab jemanden bei Capcom, der war super stolz auf den Kram hier. Es gab jemanden bei Capcom, der war super stolz auf diese super unlogisch dumme Idee. Auf fucking Schattenrätsel, die absolut keinen Sinn machen. Also bei allem Respekt, ne, aber das ist so unglaublich dämlich. Du drehst ein Objekt, damit es einen Schatten wirft und es öffnet magisch eine Tür. Lichtsensoren also. Also, I just don't get this. Wie? Ja, witzig. Also, ich find's ja auch noch witzig. Ich meine, das ist der einzige Grund, warum ich das überhaupt noch spiele. Eine Familie sehen, verdammt noch. Cool. Hast du nicht. Stimmt gar nicht. Du fehlte Cutscene. Nee, ich öffne meine Geheimtür nicht im Schatten. Ich hab Spucksensoren. Die senden dann meine Spuckdaten an den Satelliten, den ich mal ins All geschossen habe. Und dann... ja. Ich sag euch, im Spencer-Anwesen ist das ein... Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Nö, fuck you. Geh mal. Nein, 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 nein! Versuch nicht, deinen Teil der Schuld zu entkommen! Da führt kein Weg raus, Fräulein! Ich meine... cool. Geh ins Dunkle. Da ist schnucklig. Aha. Wo denkst du, dass du hingehst? Meine Frage nun lautet, wie ist dieses Band ins Haus gekommen? Hat sich Margaret gedacht, ja Mensch, das ist eine schöne Kamera. Ja Mensch, das ist doch eine schöne Kamera mal fürs Zuhause. Was hast denn du dazu, Jack? Und Jack so, aber erst musst du mein Schattenrätsel lösen. Alter Verwalter, dieses Spiel, ne? Mein, in der Spencer Mansion verstehe ich sowas noch. Da waren fucking Wissenschaftler. Da waren Wissenschaftler am Werk. Also, und nicht nur einer, das waren ein paar mehr. Ne? Also in jeder Mansion, da war ja immer irgendwie ein Geheimlabor in der Nähe. Oder ein Wesker. Ein Wesker zählt auch. Ich meine, Wesker ist mittlerweile eine Argumentation für alles. Aber hier? Das sind fucking Hillbillies. Das sind Penner. Schon fast so wie die wohnen. Und du willst mir sagen, dass die sowas... Leck mich doch am Arsch. Alter, leck mich doch an den Nüssen. Kann nur nicht wahr sein, kann das nicht. Und die Ladezeiten in den Videos. Ich meine, schön, das hat mir jetzt ein Was bisschen... Was haben sie dir angetan, Mia? Keine Ahnung, ich will nur hoffen, dass... Daddy in der Zeit... Schau mal, na guck. Daddy in der Zeit noch ein bisschen Hayabubu macht. Kann ich ja mal. Also ein bisschen Sturm rechnen. Jetzt müssen wir die Fenster weiter in den Dach stützen. Vielleicht lassen wir Lukas helfen. So ist er nicht zurückgegangen. Ist beschädigt. Lukas macht da schön. Ne? Nicht dein fucking Ernst. Der steht schon wieder. Natürlich. Ey.
Dieses Spiel, ey. Du denkst, du kannst mir wehtun? Eben lagst du noch tot am Boden. So. Yeah. Ja, komm, hab mal einen Anfall. Bitte bleib mal jetzt länger als die paar Minuten liegen. Dankeschön. Ich tu mir mal selber den Gefallen und... Wait, what? Nee, aber ich habe Omas Zähne gefunden. Pistolenmunition. Nice. Chemie. Chemieplörre. Blinden. Ist sonst noch was? Oh, yes. Nicht genug Platz, defekt, aber das macht ja nichts. So. Let's get the fuck out of here. Bevor der Kerl wieder zu sich kommt. Ich meine, ich muss dem Spiel ja lassen. Ich höre hier ständig Geräusche, ne? Wenn ich so... Meine Güte, dann tausch es aus. Muss ich jetzt ernsthaft deswegen wieder zurücklatschen? Oh, das ist nicht euer Ernst. You are not fucking serious right now. Nur schon Omas Reizwäsche rum. Alter, halt die Fresse hol. Kann ich das nicht einfach trashen? Natürlich nicht. Warum auch immer ich die Kassette nicht einfach wegschmeißen kann. Scheiße. Gut, das heißt, für die Flinte muss ich also jetzt tatsächlich doch nochmal zurück. Gut, aber wir wissen ja, er ist da oben. Ich bash mal kurz, ne? Hey, Shiro. Ich sehe dich. Ist das dein fucking Ernst? Bitte sag mir, ich bin hier drin safe. Wäre ein bisschen zu easy. Es wäre wirklich zu easy. Leck mich doch am Arsch, Spiel. Ohne Scheiß. Leck mich doch seitlich. Das musst du schon besser machen, Junge. Ich hab nur Zeug in die Kiste gelegt, goddammit. So. Holen wir uns eine Knarre. Jetzt holen wir uns ein Schießeisen. Nu ist Schluss. Fuck yeah. Natürlich ist das Ding nicht geladen. 5 Schuss, Alter. Gut, wir rennen also erstmal weiter hier mit rum. Klingt nach dem Deal? Klingt nach dem Deal. Na, warte mal. Ach genau, jetzt sind wir hier. Da steht die Waschmaschine. Er hat Angst vor sich sauber zu machen. So. Da ich jetzt ja die Shotgun habe, habe ich jetzt die absolute Macht, mir mehr, mich da unten überhaupt zu überleben. Sonst vorher war das illegal. So, sonst muss ich aber nichts mitnehmen, ne? Ne, Schießpulver scheint mir gerade Blödsinn, weil ich brauche das alles gerade eh für Überleben. Und wenn dann da unten gleich mir wer entgegenkommt, dann sage ich, say hello to my boomstick. Nu setz Sunder. Guten Tag! Headshot! Okay! Das Ding hat mehr Knall, als ich erwartet hatte. Holy shit. Alter, okay. Oh mein Gott, das tut es. Das tut gut. Flüssige Chemikalie. Die Chemikalie X. Okay, hier geht's noch weiter runter. Aber wisst ihr was, wir räumen hier erstmal komplett auf. Ich meine, die Viecher scheinen sich ja zum Glück nicht zu regenerieren. Ach, guck mal, können wir uns nicht auch so einen übermächtigen Farbpinsel besorgen? Ja, guck mal, hier waren wir doch. Hier waren wir doch mal und haben uns gedacht, boah, solange ich auf den Kopf ziehe, das ist in der Regel meine Taktik. Hm?
Hi. Sorgen? Na gut, das war... Das Blocken braucht auch Jahre, bis es mal gemacht wird, ey. Mal davon abgesehen, dass Ethan ein Vollidiot ist. Ja, bloß nicht deine schönen Sonntagsschuhe kaputt machen, wa? Nur ist Ruhe. Nur ist Ruhe. Ja, One-Hit-KO, aber auch nur, wenn ich wirklich den Kopf treffe auf einer guten Distanz. Also, das gerade eben war wohl einmal... So in etwa. So muss das scheppern. There we go. Der lebt ja noch. Okay, cool. Das ist noch ein zweiter. Scheiße. Nice aim. Das hat irgendwie funktioniert. Ich kann das Messer dual wielden. Oh, stech dich ab, Junge! Hör auf, so blöd zu lachen, sonst hau ich dir eine rein. Oder auch nicht. Weil Ethan absolut nichts aushält. Ich war halt eben gerade ein bisschen zu sehr von der Tatsache übermannt, dass ich das fucking Messer dual-wielden kann. Ich weiß ja nicht, ob das denn mehr Schaden machen soll. Was soll das, Ethan? Wen versuchst du damit zu beeindrucken? Wen versuchst du damit zu beeindrucken, Ethan? Achso, ach ja, stimmt, ich bin ja erst zurückgegangen, aber hier kann ich offenbar ja noch gar nichts machen. Aber wenn wir das schon mal gerade haben... Drogen! Ich meine, hier unten war noch eine Menge Zeug. Oh, warte mal. Oh. Was bringen die Dinger? Was bringen diese Bobbelköpfe? Oh, guck mal, das habe ich auch nicht gesehen. Oh. Auf der anderen Seite. Weil das ist so mein größter Punkt. So, mein größter Punkt, den ich auch immer wieder gern sage und immer noch dazu stehe, das Spiel sieht nicht aus wie ein Resident Evil. Es hat nicht den Charakter eines Resident Evil. Es hat... Och ja, komm. Stech dich ab. Ich stech dich ab. Oh Mann. Ethan. Okay, die Viecher werden auch so böse. Blocken ist so fucking useless. Trotzdem hast du eine volle Ladung Shotgun gekriegt. Meine Güte. Wie inkonstant ist der fucking Damage in diesem Spiel? Ich musste trotzdem noch fast ein ganzes Magazin auf das Vieh entladen. Nachdem es einen Shotgun-Treffer abbekommen hat. Point blank. Alter. Spiel weiß auch manchmal nicht, ne? Genauso wenig wie ich gerade. Ich bin mir immer ein bisschen betrogen hier. Ja, der steht ja sowieso gleich wieder komplett. Also, als ob ich ihn gar nicht getroffen hätte. Alter. Zielen ist generell ein Albtraum. Weil jeder Gegner so rum... schwuchtelt. Boah, könnt ihr mal aufhören, so rumzuzappeln. Alter. Jetzt sag mir nicht, das Ding ist despawned, weil ich zu weit weg bin. Das scheiß Ding ist despawned. Ich krieg den Kopf nicht so mit diesem Spiel. Alter, ich krieg den Kopf nicht auf. Ihr haltet alle unterschiedlich aus, ich merke das schon. Ein Schuss noch. Waren das jetzt alle?
Ich habe kaum noch Munition, also ich habe so gut wie gar nichts mehr. Aber es wäre auch nicht logisch gewesen, dass ich hier durchkomme mit einem Messer. Ja, nur ist Ruhe. Okay, gut. Nur ist tatsächlich mal Ruhe. Es ist ein bisschen... Es ist nicht mit der Schwierigkeit. Es ist... Dafür setzt es nämlich genügend Checkpoints. Das ist ja wiederum das Gute. Es ist einfach... ein bisschen hart unbalanced irgendwie. Ara. William, was mal du hießt. Und wo hab ich's rausgekriegt? Ach, Tama. Und ein Handabdruck. Drei A's und ein Handabdruck. Oh. Und wieder, wie machen Hillbillies das? Oh, come on, wirklich. Noch einer. Eat shit. Ach, guck mal, der hat einen Mega-Arm. Alter, der lebt immer noch. Ich hab gar keine Munition mehr. Ich hab für nichts mehr Munition. Bring dich um. Steck dich ab. Das hat sogar funktioniert. Das ist doch eine Ladnummer. Und jetzt hätte ich da durchgemusst. Jetzt hätte ich durch diesen anderen Raum... Gut, ne. So, lass mich raten. Hier hinter warten noch mehr Gegner. Ne, ein roter... Sollte ihr Vater sein. Ethan. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein. Ethan, was stehst du da jetzt einfach und guckst ihn dumm an? By the way, ist das der Polizist? Wann hat er das gemacht? Ah ja, er kann sich teleportieren. Natürlich kann er das. Ethan, du bist ein Schwachkopf. Du hättest es verdient, genau da, wo du jetzt stehst, zu sterben. Ethan, du bist ein Schwachkopf, ein Vollidiot. Der dümmste Mensch, der mir je untergekommen ist. Und ich habe im Einzelhandel gearbeitet. Das bedeutet eine Menge. Also, Ethan... Meine Güte, es steht einfach nur da, like it's nothing. Weißt du, Super Lord steht direkt ihm vor ihm, bedeckt durch ein fucking Regal. Und alles, was er macht, steht da. Anstatt wenigstens sich ein bisschen in Deckung zu... Nein! Warum? Was ein Vollidiot. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Und was sind die Bakers, dass sie sich so ein Haus leisten können? Alter, mit eigener Fleischerei oder was ist das? Halbtraum eines jeden Veganers hier. Ja, das tut mir ja leid, mein Freund. Armer Deputy, ja. Er hat ja darauf bestanden, Deputy genannt zu werden, der arme Teufel. Nee, das arme Teufel, nämlich sogar, war ein Vollidiot. Er war mit dir auf einem Level, Ethan. Ich hab nicht genug... Was? Ach, na toll. Super. Dann... Drogen! Nur, dass ich hier nichts vergesse. Nö, tue ich tatsächlich mal nicht. Na gut, immerhin ist der Platzmangel nicht so schlimm wie in den ganz alten Resi-Teilen, wo du damit beschäftigt bist, von A nach B zu rennen. For reason. Ist das das Teil, was er da rein... Ethan. Ethan, das ist nicht nötig, okay? Das ist wirklich nicht nötig, einfach Leichen zu treten. Das haben die nicht verdient. Und by the way, Ethan, das ist eine Falle. Das rieche ich... Meilen gegen den Wind. Dass das eine Falle ist. Du hast gesehen, wie er das Ding genommen hat. Also... Ja, aber warte mal. Da ist er nicht. Ich behalte das mal, ne? T-
Teleporting Baker. I just called it. Ich hab's irgendwo gewusst. Ach du Scheiße, hat der da eine... kommst hier nicht raus. Au, kannst du mal aufhören, mir in die Nüsse zu treten, jedes Mal, wenn wir uns begegnen? Fuck you! Eine Art, wie das hier ausgeht. Was haben wir denn da? Au. Ja. Hm. Zeig deinen Mann zu stehen. Halt dein Maul. Schnauze voll von deiner Scheiße. Komm her. Hadoken! Yo, fuck you. Yo. Fuck you. Ich hab keine Munition mehr. Oh, Flintmunition. Nicht schon wieder! Ist das eine Fa- Oh mein Gott! Moment mal. Nicht genug. Oh Gott, Ethan. Das ist wirklich nicht der. Das ist nicht der Zeitpunkt, um sassy zu werden. Hat der Ficker sich eine fucking Kettensägen-Schere gebaut? Ich will das ja nur ungern zugeben, aber das ist mit das zweitbadassigste, was ich diese Woche bislang gesehen habe. Oh nein, das ist bestimmt keine Falle. So, komm, Ethan, aufstehen. Wakey, wakey. Die Munition. Mach mich nicht müde. Halt die Fresse. Finde ich schön. Okay. Kriechen also damit easy hin. Kann ich einfach... Kann ich mir die schon nehmen denn? Jo, kann ich. Groovy. Hat er die Kettensäge dann noch? Vor allem, endlich darf man den Kram selber mal benutzen. Endlich darf man selber mal Spaß haben. Darf es ein Pfund mehr sein, my lady? Oh, scheiße. Das war unnötig. Ich habe gedacht, ich habe dadurch mehr Schaden genommen. Au. Okay. Darf's ein Pfund mehr sein? Stimmt, das macht irgendwie kaum Schaden an mir. Oder kommt es nur so vor? Okay, das macht jetzt langsam Schaden. Ding jetzt an? Offenbar. Oh, get fucked! Ugh. Lebt er immer noch? Gib auf! Nice Tattoo, by the way. Oh, fuck you. Sick of your bullshit. Oh, nee.
Block it! Wirklich, immer dann. Werde ich das? Glaubt ja nicht. Das ist dein... Nee, komm. Tschu! Tu mir eingefallen und bleib tot. Sonst muss ich dich verklagen. Okay. Cool. Ich habe jetzt eine Kettensäge. Das ist mal... Ich bin ganz ehrlich, es ist schön, mal am anderen Ende der Säge zu stehen. Ist das irgendwie... Sind da Goodies drin? Ich kann die tatsächlich kaputt machen, aber da sind keine Goodies drin. Da sind hier ja Goodies drin. By the way, geht das? Okay, ich hätte auch so machen können. Okay. Schade, keine Goodies. Kein Goodie-Bag. Well, he's dead. Hat der das einfach... Ethan? Ethan, nein. Cool, das sieht aus wie mein Arm von vor ein paar Stunden. Sekunde. Sekunde. Google? Ich hab sowas nicht. Sekunde. Das muss ich jetzt mal, ne? Gib mir mal eine ganz, ganz kleine Sekunde. Google. Kann eine Kettensäge Metall schneiden? Metall schneiden. Achso. Spezialmotorsägen. Schnee- und Eissägen. Diamantenkettensäge als Kettensäge für Stein. Passt das? Also, Ethan, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich call hier so ein bisschen Bullshit. Nur mal so nebenbei. Mein Junge, nur mal so nebenbei. Ich will ja nicht verneinen, dass das Ganze gerade das geilste, das zweitgeilste war, was ich diese Woche bislang erlebt habe. Das wäre ja nämlich sonst auch Bullshit. Aber ich bezweifle, dass man mit so einer handelsüblichen Kettensäge, die dafür ausgelegt ist, Holz zu schneiden... Der Schrei ist zu schwer für ihn, wenn sie Angst müsste eigentlich weiterhin... Ja... Ich meine ja nur. Na, so, das wollte ich noch mitnehmen. Hier kommen wir immer noch nicht durch. Das Geilste, das Zweitgeilste diese Woche. Es ist Montag. Ja. Kannst mal sehen, was ich für eine Woche habe. Ja, das ist eine normale Kettensäge gewesen. Ich bezweifle echt, dass die durch Metall schneiden kann. Ich meine, das von... Liegt das Ding hier irgendwo? Mal so generell nebenbei. Seine 2.0 Scherenkettensäge. Wofür hat er die überhaupt benutzt? An einem fucking Pony? Hat er das letzte Einhorn damit geschlachtet oder was ist los? Nee, schusch Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch bitte ein Like oder einen Kommentar. Je nachdem, was euch lieber ist, würde mir sehr helfen. Und wie gesagt, alle wichtigen Infos, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, zu diesem Kanal, findet ihr unten in der Beschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. See you, Leute. Bye.